Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Toy Story 2, Buzz Lightyear eilt zur Hilfe. Das letzte Mal haben wir Els Raumhafen und das Duell im Spielzeugladen erledigt. Und nun gehen wir uns ins nächste Level. Wie du es gesagt hast, Echsenmann, unter dem Schatten links. Okay, in Reihe folgen. Buzz an Logbuch. Sind unbemerkt in feindliches Territorium eingedrungen und arbeiten uns durch die Katakomben von Zurts Festung vor. Seit der Begegnung mit den Basses da drüben dreht er durch. Oh nein, wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Warum bist du so sicher? Ich bin Buzz Lightyear, ich bin immer sicher. Wir sind entdeckt worden. Die Wände, sie rücken zusammen. Hilf sie blockieren, Wurzelgemüsemann, oder wir werden zerquetscht. Setz mich sofort ab, du Spinner. Hey Leute, seht doch, es sind nicht die Wände, es ist der Aufzug. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alle Mann festhalten! Was? Hey, Buzz, wieso nehmen wir nicht einfach den Aufzug? Weil sie uns da bestimmt erwarten. Ja. Auf und ab. Also sind wir jetzt was, der verrückte Buzz oder spielen wir noch den normalen Buzz? Ich weiß es nicht so genau. Wieder ein Tutorial-Würfel. Der Schalter oben im Aufzugschacht aktiviert diese Ventilator-Abkürzung. Tut er das? Ja, wahrscheinlich, sonst hätten sie uns das nicht gesagt. Coole Musik. Wurzelgemüsemann, ich komme. War lustig. So, was will denn der Wurzelgemüsemann? Ein Allzweckgurt mit Kletterhaken. Ah, hey Buzz, du brauchst den Kletterhaken, um höher zu klettern. Wenn du meinen Fuß für mich findest, kannst du den Kletterhaken haben. Warum hat er eigentlich meine Ausrüstung? Das Spiel macht einfach keinen Sinn. Also, das ist das mit dem Ventilator. Hier haben wir Strom. Macht das. Okay, das Wasser selbst macht keinen Schaden. Sagen wir nur der Strom. Wie man es kennt. Nein. Wow. Keine Zeit zu verlieren. So, hier haben wir Specky. Okay, von den 50 Münzen sind wir noch ein bisschen weit weg. Ich brauche ein paar Münzen, was? Aber hier können wir mal... Was sind das für komische Elektrokisten? Na, die werden schon wissen, was wir hier gebaut haben. Wahrscheinlich wollte den Kasten selbst unter Strom setzen, damit niemand... Das ist wahrscheinlich ein Sammelobjekt. Unter Fuß. Ja, einfach den Stromkasten unter Strom setzen, dass niemand Unbefugtes daran kann. Und da haben wir schon den Fuß. Heißt... Okay, da haben wir dann die nächste Abkürzung. Hier bekommen wir den Kletterhaken sogar zwangsweise, weil anders geht es ja nicht mal wirklich weiter. Wow, danke Buzz. Als Belohnung dafür, dass du meinen Fuß gefunden hast, kannst du den Kletterhaken nutzen. Du kannst bestimmte Ziele aus der Helmsicht mit der R1-Taste anvisieren und den Haken abfeuern, indem du die Feuertaste drückst. Ach, ist das so wie Munition? Ja, anscheinend. Boah, das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich warte nochmal, bis ich... Hierher, Buzz! Das was, kann ich damit jetzt auch Gegner... Ah, 10 ist anscheinend das Maximum. Reicht mir das als Gegner auch? Ah, okay, nein. Da wechselt sich das ab. Interessant, interessant. Na? Ist hier? Drüben. Keine Zeit zu verlieren. Wäre was. Komme ich aber, glaube ich, nicht hin.
Schlangen. Leicht daneben, mein Freund. Oh, da hätte ich aufs Feuer achten müssen. Okay, ist rausgegangen. Da ist wieder nix. Wie nervig sind denn die Schlangen, dass sie nicht an einem Schuss kaputt gehen? Oh. Ah, und zum Sammeln? Da kann ich mich also auch raufschießen. Wo ist denn das? Ach, das ist komplett was anderes, oder? Oder kann ich, wenn ich jetzt da seitlich runterfall, mich dann wieder im Startgebiet? Gibt es hier nichts zum Sammeln? Warum bin ich denn hier? Ach, du meine Güte. Das geht ja noch sehr hoch. Dieser grüne Punkt da an der Lampe hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, ich habe es nicht mal gelesen, was das war. Weil es mir einfach egal ist. Einfach, dass da so eine rostige Kette rauskommt. Nein! Wie schnell hätte ich das noch machen müssen? Redig. Ui. Jetzt halten die schon zwei Schuss aus. Die Gegner werden stärker durch die Level. Also in den Leveln. Der ist einfach angerannt, kommt noch bevor er überhaupt im Sichtfeld war. Das heißt, die Gegner haben teilweise ein größeres Sichtfeld als ich. Wie es ausschaut. Boah, dass sie mit dem Drehen kaputt gehen, das ist echt wichtig, sonst könnte ich hier nicht wirklich durch. Geht das? Ja, gut, bis das Feuer aus ist. Nein. Okay. Keine Zeit zu verlieren! Der hat mich wahrscheinlich weggeblasen. Ja. Boah. Erst das Feuer, aber ich riskiere es einfach. Wegen dem Ventilator. Ach, hier ist der Schalter für die Abkürzung. Ja. Das heißt aber, dass der Ventilator auf der anderen Seite auch angehen müsste. Hey Boss, wenn du meine 5 verlorenen Mäusebabys findest und dann zu mir... Ja, Pizza Planet Chip. Okay, ich kenne mich aus. Das hier ist ein Sessel für einen Menschen. Das ist ein Bedienpult für einen Menschen. Wie soll ein Mensch hier hinkommen? Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser... Das hier ist nicht groß genug, dass man da durchgehen kann. Das heißt, man muss einem im Aufzug und dann durch so ein Gitter, das irgendwie rausbrechen muss... Muss er dann irgendwie da hier sich reinquetschen? Ah, da muss noch raus. Da ist eine Münze. 40 haben wir schon. Ach du Maus, komm her. Die ist gar nicht so einfach zu fangen. Jetzt habe ich sie. So, Tutorial-Würfel, was muss ich hier machen? Wenn du den Strom einschaltest, öffnet sich die Tür und der Aufzug. Funktioniert. Ah, okay, na dann. Also muss ich alle auf Mittel stellen, oder was?
Ah, die Tasten sagen eh, was los ist. Okay, rot nach oben. Eigentlich ist es bei solchen Rätseln immer wurscht, was man genau drückt. Wenn man einfach alle nacheinander drückt. Ah, so, seht ihr, ich habe alles einmal drückt, das hat gepasst. Man muss einfach alle nacheinander drücken und dann erledigen solche Rätsel immer von alleine. Ich weiß nicht genau warum, aber Logik oder so. Keine Zeit zu verlieren. Weiterspielen. Ups. Da ist eine Maus. Oh, zum Glück habe ich sie erwischt. Auf dem Aufzug. Nein! Nein, tot. Aber hier ist jetzt der eine Ventilator und da hinten ist dann der andere Ventilator an. Ich schau mal, wo der Ventilator. Oh! Sehr cool mit dem Drehen. Da bin ich dann hier. Wo führt mich denn dann der andere Ventilator hin? Frage ich mich. Nein. Okay, bin rum. Rand. Da ist eine Münze da drüben. Münzen sind wichtig. 41. Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Okay, da rechts ist dann, glaube ich, gerade, oder? So, links. Da ist wieder eine Münze. Blau, das heißt, nehmen die Farben da. Also, das vielleicht heißt, dass die gleichen Farben dieselbe Höhe haben. Also, grün rechte Seite ist dieselbe Höhe wie grün hier linke Seite. Da ist nochmal eine Münze. Aber ich möchte auf die höhere Ebene mit der anderen Münze. Ja, das schön an der Wand entlang. Wenn mein Laser losgeht. Da ist auch wieder Luft. Wie hoch komme ich denn da? Nein, sehr hoch. Hätte ich jetzt mal geschätzt. Ah, Mann, auf den Röhren ist auch eine. Na, da muss ich auf die Röhren drauf springen. Das ist ja blöd. Oh, cool. Ist der Ausgang. Ah, ist das sogar kurz stehen geblieben, wie ich mich dran gehängt habe? Ist ja lustig. Wahrscheinlich gab es das nicht ganz so einprogrammieren können. Klettern, während sich die Plattform bewegt, auf der man klettert. Keine Zeit zu verlieren! Kann ich? Ich kann auf der stehen. Ja, ich kann auf der stehen. Da oben. Und da oben ist was. Aber auch da unten ist was. Wer kommt hier denn hoch genug? Ah, mit der violetten Platte kann ich dann da rauf. Ja. Mit der anderen violetten Platte komme ich dann da rauf. Okay. Aber diese eine andere Münze möchte ich auch noch haben. Hier drunter sein müsst. Wenn ich dann da gleich nach unten fahre wieder. Alles ein bisschen Geduldsspiel hier. Da habe ich den Ventilator gerade leicht angeblasen. Nein. Ist klar.
Da ist nochmal eine Münze gewesen. Auch klettern geht nicht mehr nicht. Keine Zeit zu verlieren. Da rechts ist keine Münze. Gut, dann kletter ich jetzt da ganz nach oben. Bin ich zu früh gesprungen, aber wurscht. Hat gereicht. Der Ventilator habe ich auch nicht erwischt. Und da haben wir die 50 Münzen. Gut, das heißt, da muss ich dann nochmal hochklettern und auf die andere Seite. Zack. Könnte ein Bossgegner sein, aber ich weiß nicht genau. Hahaha, ja, typischer Bossgegner. Besiege die Spielzeugspinne. Alter, wenn ich da ins Loch falle, muss ich da... Ah, Gott. Um einen Pizza Planet Chip zu bekommen. Nein, nicht fliegen. Fliegen ist unfair. Alter. Okay. Jo. Mann, was ist denn mit der Spinne los, dass sie so schnell hinter mir her ist? Ich sehe schon. Ich habe versucht mich stampfen, was hat das funktioniert. Ja. Zwei, dreimal muss ich es glaube ich noch treffen. Aber die Ventilatoren. Spinnennetze machen Schaden, wenn ich reinlauf. Einmal noch. Einmal noch. Ja. Sie. Ich bin im Schaden drin. Warte, spielen. Komm. Wenn ich daran jetzt gestorben wäre. Und die vergehen nach der Zeit. Ist ja blöd gemacht. Ich glaube, das hier müsste die Seite sein, wo ich nicht war. Müsste man eigentlich dann daran sehen, dass da eine Münze zum Einzelnen ist. Yep. Und eine Maus. Folge dem Chip bis zum Boden des Schachts. Wenn du schnell genug bist, kannst du ihn dort aufsammeln. Nö. Münzen brauche ich nichts. Passt schon, passt schon, passt schon. Nachgekommen. Du willst sicher nicht. Ich glaube, die Seite, auf die ich gerade schaue, das ist die richtige. Oh, da sind wir wieder. Ja, ja. Ja, danke. Oh, Alter.
Weiterspielen. Dass sie jetzt zwei Schüsse brauchen. So irritierend. Dann gebe ich da mal die Münzen ab. Nein. Keinen Schaden kriegen. Ist auch falsch rum zum Glück gerade noch loslassen. Und der nächste Chip. So ist richtig. Los geht's, Fassi. Ja, tue ich richtig. Los geht's, Buddy. Zack. Weiter spielen. Also haben wir das Zeitrennen gemacht. Wir haben die Münzen gemacht. Wir haben den Bossgegner gemacht. Sammelding müssen wir also noch machen. Und dann die Bonusaufgabe. Der Schalter oben im Aufzugsschacht aktiviert diese Ventilatorabkürzung. Aha. Hier ist sie an. Ich muss eh raus. Ah, da oben ist noch einmal was. Glaube ich. Kann ich mal so hoch ziehen? Keine Zeit zu verlieren! Warte, bis sie so weit unten sind, wie es geht. Da, zweimal grün. Da geht es nicht ganz aus. Dann haben wir hier orange. Das heißt hier oben, ja, da oben ist noch was. Keine Zeit ist das dann der Weg zur anderen Abkürzung? Oder zumindest zur letzten Maus? Ja, da ist die Maus. Und da ist der Schalter für die Abkürzung. Okay. Das ist eigentlich ein relativ kleiner Level. Okay, geschafft. Wow. Da ist der Ventilator. Ventilator auf der anderen Seite ist... Oder wenn ich hier einfach reinfall, da ist dann die andere Maus. Pam. Echt hoher Level. Danke, Boss, dass du meine Mäusebabys gefunden hast. Hier ist ein Pizza Planet Chip. Das müsste dann der letzte sein. Kann ich das da irgendwo nachschauen? Ich beende einfach den Level. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Hab ich alles. Ja. Da beim Speichern habe ich übrigens rausgefunden, was das TOK heißt. Wahrscheinlich Token. Weil auf Englisch wird das ja heißen Pizza Planet Token. Das heißt 26 im letzten Speichervorgang. 26, jetzt plus 5, 31. Aber dann gut, das war auf und ab. Und nun geht es rauf ins Els Penthouse. Habe ich gerade echt überlegen müssen. Armer Mann, Penthouse hat aber nur einen Stuhl und einen Schrank und ihm fehlt eine Wand. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen und bis dann.